Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ja, wir haben letztes Mal ja die Arena bestritten, haben wir innerhalb von 30 Minuten, nicht mal 30 Minuten geschafft. Und heute beginnen wir mit der Mission 12, der Schiffskampf. Wir haben ordentlich Punkte zur Verfügung, gucken wir mal. Was bauen wir? Was nehmen wir? Wir nehmen unseren Erzdruiden mal wieder. Nehmen wir den gleich auf Stufe 2? Nö, den nehmen wir noch auf Stufe 1. Dann können wir nämlich noch eine ganze Menge Arbeiter platzieren. Da. Ah, ich liebe das. Arbeiter über Arbeiter. Und ja, bauen wir noch eine ganze Menge Holz. So, mehr geht nicht. Ein Punkt noch im Fleisch. Denn wir müssen dann Haupthäuser bauen, damit wir die ganzen Menschen irgendwo unterbringen. Okay, so ist es schön. Hoffe, so klappt doch alles. Dann Startmission Nummer 12 und dann gucken wir mal, was die labern. Heute ist es ja wieder ein Tagebuchbericht von Bela dran. Los, komm, Bela, sag was. Es ist, als sei mit dem Tod des Statthalters eine gewaltige Last von dieser Stadt gefallen. Die Menschen schöpfen wieder Hoffnung und wirken lebendiger als zuvor. Durch das Gottesurteil sind endlich alle ihre Zweifel ausgeräumt. Sie glauben an uns. Und wenn sie uns sehen, dann lächeln sie. Ich fühle mich wie berauscht. Und auch Steiner und Cole wirken manchmal wie in Trance. Und das Beste, es gibt endlich einen Hoffnungsschimmer, wieder nach Hause zu gelangen. Layton hat uns auf der Fahrt zur Heiligen Stadt einiges über die Tore verraten. Anscheinend bestimmen die Sterne, wann und wo sich ein Durchgang öffnet. Die Berechnungen dafür sind äußerst kompliziert. Doch Nikolai und ich werden das sicher hinkriegen. Wesentlich wichtiger ist es, eine vollständige Karte des Sternenhimmels zu bekommen. Um die zu zeichnen, brauchen wir ein Observatorium. Und Layton sei Dank, wissen wir auch, wo wir eins finden können. Auch wenn ihm im Trubel nach dem großen Kampf die Flucht gelungen ist, vorher war er noch sehr gesprächig. Jetzt sind wir auf dem Weg, um einen alten Teleskopturm zu finden, den die Seas zurückgelassen haben. Hoffentlich ist der noch zu gebrauchen. Ja, wo auch mal. Statt der Mission. Das muss die Insel sein, von der Layton uns erzählt hat. Oha. Sieht so aus, als hätte Layton uns belogen. Hier gibt es keinen Turm. Aber seine Überreste. Vielleicht können wir ihn ja wieder aufbauen. Am Strand waren merkwürdige Spuren. Das könnten Boote gewesen sein. Ich fürchte, die Seas waren bereits hier. Hoffentlich kommen sie nochmal vorbei. Ich hätte da ein paar schlagende Argumente. Ich spare sie dir auf. Für den Fall, dass sie uns während des Wiederaufbaus beehren. So, wir haben hier eine Menge Arbeiter. Als erstes bauen wir noch mal ein Haupthaus. Epoche 1. Sie müssen den Turm reparieren, bevor die Seas ihn zerstören. Sonst verlieren sie diesen Level. Gut, Turm, wo ist Turm? 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 Hallo? Turm? Ich gehe jetzt hier ganz wild durcheinander. Ach, da ist der Turm. Heiliger. Ich will kämpfen. Los, Leute. Ja, Angriff. Felix. Sehr als präzise. So. Leute. Ihr könnt schon mal Holz hacken. Brauchen wir ein paar. Stein. Ich schweige und gehorche. Nehmen wir noch ein paar Holz hacken. Dann, ja, die sind bestimmt genau neutral. Entschuldige bitte, egal wo wir hinkommen, immer sind die Seas schon vor uns da. Und hier Fleisch. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Saurier, um die Seas hier. Nein, mit den Seas ist das eher ein botanisches Problem. Unkraut verbieten. Sie dürfen nicht entkommen. So, wir müssen uns beeilen. Wir sind Seas, greifen uns an. Action. Und hier ist auch noch einer, ein Gardist. Aber ich glaube, der macht nicht so viel Schaden. Doch, der macht ein bisschen Schaden gegen Gebäude. Wenn wir uns mal gegen den wenden, der wird sowieso, greift sowieso nicht das Gebäude an. Greift sowieso nicht uns an, sondern das Gebäude. Endlich, ist erstmal wichtig, die zu erledigen. Hier oben haben wir nochmal Stein zur Verfügung. Und ja, ihr seid noch dran. Wir können unsere Druiden mal aufsteigen lassen. Ich bin dabei. So, und wir haben noch untätige Bauern. Zack. Reparieren mal gleich und einen Bauer noch mal hier hinschieben. Hier haben wir doch einen Gardisten, den wir gleich mal besiegen werden. Gut, gucken wir uns mal um. Den könnten wir uns zunutze machen, dass der hier ist. Können die Seas werden hier immer vorbeigehen.
Dann lassen wir erstmal hier alles in Ruhe. Und dann... Ja. Wir können Einheiten ausbilden. Dafür gehen wir mal zurück. Und es scheint so, als wenn die SIS gleich wiederkommt. Ich baue mal hier wieder mal zwei Arbeiter aus. Und Stufe 2. Und dann gucken wir nochmal hoch. Geht's los? Mein Gott. Ihr nervt vielleicht, ihr SIS. Teslov könnte uns natürlich da behilflich sein, der ist ja relativ schnell in Aufbauen. Aber ich denke mal, zwei Arbeiter wird auch ganz gut die Situation schützen. So, gucken wir mal. Hier haben wir 1500 Stein. Hier haben wir unbekannt viel Stein, 1000. Aber hier bauen wir ab, haben wir noch 1600. Sollte erstmal reichen. Und dann Hafen haben wir schon. Maschinenbauer? Nein, wir brauchen ein Dojo. Für unsere Bogenschützen. Ich will euch helfen. Gut. Es ist reparieren Sie die Teleskopruine. Dabei sind wir schon ganz gut dran. Ja. Wir haben auch gleich Stufe 2. Unser Haupthaus. Und dann können wir eine Saurierfarm bauen. Dojo haben wir schon mal. Jetzt haben wir auch Reisfelder. Und genau. Hafen. Saurierfarm. Sehr schön. So. Und wo sind meine Nahrungssammler? Hier. Da können wir erstmal zwei Nahrungsfelder bauen. Ja, bauen wir noch zweites hier hin. Gut. Zu Diensten. Wollt ihr nicht bauen oder was? Ich schweige und gehorche. Hier, ihr könnt hier mal bauen. Dann behalten wir die Pflanzen als Reserve. Gut. Hier schon mal ausbilden, weiter Sprengstoffpfeile, weiter für Ressourcen mehr. Ne. Oh, Zwischensequenz. Und kannst du die Sterne sehen? Immer mit der Ruhe, mein Freund. Ich muss erst ein paar Einstellungen vornehmen. Was ist los? Oh nein, das gibt's doch gar nicht. Wieso, klemmt was? Nein, es funktioniert hervorragend, aber was ich sehe, gefällt mir nicht. Oha. Schiffe. Große Schiffe. Was sollen die denn hier? Ich glaube, man nennt das Kanonenboot-Diplomatie. Dann sollten wir schnellstens unsere Verhandlungsposition verbessern. Lasst uns so viele ihrer Schiffe vernichten wie möglich, bevor die Flotte die heilige Stadt erreicht. Na super, da hätte ich mal lieber vorbereitet sein sollen. Gut. Ihr greift mal weiterhin die Leute hier an. Hier. Wir dürfen hier das Gebiet nicht erreichen. Wir haben ja schon einen Hafen, zum Glück. Und wann werden wir mal Schiffe bauen? Minenleger. Klingt sehr interessant. Werden wir mal zwei bauen. Und dann werden wir hier mal in der Nähe Minenteppich errichten. Oder hier, sagen wir. Ich blick gerade, wo die Seas durchkommen. Das Gebiet dürfen sie nicht erreichen. Von da kommen sie. Okay. Gatling-Reiter haben wir jetzt zur Verfügung. Ja, bringt mich nicht so wirklich weiter. Ich würde gerne noch die Stufe, noch eine Stufe aufsteigen. So, was passiert jetzt? Noch eine Zwischensequenz? Da kommt Verstärkung an, oder was? Ja, scheint so. Wikinger. Es tut gut, euch wiederzusehen. Auch wir sind glücklich, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Hey, das Schicksal meint es gut mit uns. Ihr kommt exakt die Art von Verstärkung, die wir brauchen. Selbstverständlich bekommt ihr von uns jede Hilfe, die ihr benötigt. Gut, aber vor allem solltet ihr eure Verteidigung ausbauen. Gut. Damit haben wir Leute zur Verteidigung. Wir werden mal schauen. Unser Minenleger. Weiß gar nicht, wie. Oh, hier sind sie. Riesenschlachtschiffe. Das Problem ist, ich weiß leider nicht, wie die fahren. Und ich würde gerne Minenteppich bauen. Der Minenleger ist gebaut. Aber wo genau?
Wo genau? Nochmal hier hin. Wo soll's hingehen? Kannst du mal hier nochmal Minen hinbauen? Wohl, nee, wir machen hier unten nochmal Minen hin. Wo soll's hingehen? Pass auf, wo du hintrittst! Gebiet sichern! Halt nicht so leicht, über ein Meme zu platzieren. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. So. Pass auf, wo du hintrittst. Der genauso. Vorkehrungen machen mit Minenleger. Sehr schön. Gut. Haupthaus. Bevölkerungserweiterung immer gut. Ja, was brauchen wir? Brauchen wir Holz jetzt noch? Dann können wir gleich nochmal die Stufe 3 erforschen. Der Dojo ist noch gar nicht fertig abgeschlossen. Euer Befehl? So. Ich schweige und gehorche. Muss mal gucken. Wir haben nämlich später auch noch mit denen eine Plantage, nämlich eine Bambusplantage. Oha, da kommen welche von den Seas. Kommen im Süden entlang. Einsatzziele? Wir brauchen mehr Leute, die. Zu Diensten. Ich schweige und gehorche. Los, Holzfäller, wir brauchen Holzfäller. Zu Diensten. Ich schweige und gehorche. Hier ist das Sägewerk. Einfach Holz fällen. Ist erstmal wichtig. Mal schauen, wie wir es machen. Wir greifen die Seas schon mal an. Wie? Ich muss 36 Minuten durchhalten? Gucken wir mal im Quest. Der Ansturm der Seas. Halten Sie die Seas-Trägerschiffe auf? Okay. Kann sein, dass es bedeutet, wir sollen 36 Minuten aushalten. Oder es in 36 Minuten schaffen. Gute Frage. Wo soll's hingehen? Pass auf, wo du hintrittst. Jetzt müssen wir noch hier ein bisschen Minen platzieren. Wo soll's hingehen? Schön bauen die Minen. Einen kleinen Halbkreis. Und warum können wir nicht aufsteigen? Was müssen wir denn noch bauen? Stein benötigen wir 700. Oha, wir haben kaum noch Stein. Aber hier haben wir noch Steinressourcen. Was haben wir noch für Schiffe? Feuerschiff. Braucht kein Stein. Machen wir schon mal als Vorkehrung. Die sind auch gut gegen Schiffe. Okay, mein Gott, die Zeit verstreicht. Ich verstreiche schon mal, wie ich mitbekomme. Bis gleich, wir machen eine kurze Pause.